Stunde, Frau Direktor. Funktioniert alles? Etwas Geduld, bitte. Wir arbeiten hier unter sehr schwierigen Bedingungen. Genug der Ausflüchte. Sagen Sie mir einfach ja oder nein. Frau von Braun, wie oft muss ich Sie noch daran erinnern? Das ist eine komplexe und schwierige Operation. Sie braucht Ihre Zeit. Wir machen hier keine Zahnfüllungen. Sprechen Sie nicht mit mir, wie mit Ihrer Mutter. Einen Moment. Nur einen Moment. Was? Ja, ja, der Extraktionsprozess beginnt. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Exzellent.
Ich hole mir den Dolch. Nein, tun Sie das nicht. Sie brechen das innere Siegel. Das Risiko gehe ich ein. Sind Sie total verrückt? Wissen Sie nicht, was das auslösen wird? Dagegen ist alles andere hier ein Streichelzoo. Ha, das ist mir egal. Ich habe mein ganzes Leben auf so eine Gelegenheit gewartet. Da lasse ich mich nicht von einem feigen Bücherwurm und seinen Panikattacken aufhalten. Frau von Braun, ich warne Sie. Wenn Sie weiter auf diesen Irrsinn bestehen, bin ich gezwungen, Ihr Verhalten der Abteilung für innere Angelegenheiten zu melden. Gehen Sie mir aus dem Weg, Schneider! Ihre jämmerlichen Drohungen können Sie sich sparen. Bitte, werden Sie vernünftig. Machen Sie dem Wahnsinn ein Ende, bevor es zu spät ist. Das war Ihre letzte Warnung. Das können Sie nicht. Na, endlich!